Lieben. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder mit einem kleinen Video für euch. Heute haben wir ein Telefoninterview. Wir telefonieren mit Wulf Thomas von Hokuto. Es dreht sich um Queer Life Duisburg. Was passiert da jetzt? Was findet statt? Was findet nicht statt? Und vielleicht auch warum? Wird er uns jetzt gleich am Telefon erzählen. Ja, so. Jetzt haben wir den Wulf am Telefon. Hallo Wulf. Hallo Wulf. Hallo Uwe, hallo Raphael. Wie geht's dir denn so aktuell im Moment? Ach ja, man schlägt sich so durch, ne? Man schlägt sich so durch. Es haben sich ja jetzt leider einige Termine, mussten wir ja leider absagen. Und durch Corona bedingt. Erzähl uns doch mal, was überhaupt im Moment noch so stattfinden kann. Also wir sprechen vom Queer Life Duisburg, dem Festival. Genau. Geplant hatten wir ja eigentlich 13 Veranstaltungen. Das war schon die Corona Light Edition in Anführungszeichen. Also wir hatten ja Anfang des Jahres uns überlegt, als das mit dem ersten Corona-Lockdown losging, dass wir kein normales Festival planen können und hatten diese reduzierte Version dann vorbereitet. Und ja, jetzt kam halt dann der zweite Lockdown und damit konnten praktisch gar keine von unseren Veranstaltungen mehr stattfinden. Bis auf zwei, die wir umgeändert haben in Online-Versionen. Also da kann man sich per Video, Online-Video einklinken und dann an der Veranstaltung teilnehmen. Mhm. Die erste war halt gestern Abend. Wo läuft das denn, Wulf? Auf Facebook oder auf? Nee, das ist eine eigene Seite. Das System, das wird von dem SVLS Mülheim zur Verfügung gestellt. Da klinken wir uns ein. Die haben das vorbereitet für uns. Mhm. Also am jeweiligen Abend, so wie gestern oder wie am 23. Montag, den 23. November, kann man einen Link aufrufen. Und da muss man dann einen Namen eingeben, unter dem man teilnehmen will, ja. Und dann OK drücken und dann kann man sich da in die Veranstaltung einklinken zu der jeweiligen Uhrzeit. Das ist natürlich nicht den ganzen Tag dann freigeschaltet, sondern muss man sich dann zu der Veranstaltungszeit da das aufrufen und dann kann man da schauen und teilnehmen. Ganz kurz in eigener Sache, wo findet man den Link? Der Link ist sowohl auf der Homepage von Queer Life Duisburg, also queer-life-duisburg.de, oder auf der Facebook-Seite von Queer Life Duisburg. Gut, kommen wir nochmal zurück zum Anfang des Gesprächs. 13 Veranstaltungen waren eigentlich geplant. Wie wird sowas eigentlich geplant? Also du sitzt da ein Team dahinter, machst du das selber? Wie seid ihr auf die 13 Veranstaltungen gekommen? Wir sind ein Team. Das ist ein Team, was sich aus sehr verschiedenen Leuten zusammensetzt. Überwiegend sind das so Vertreter aus verschiedenen Gruppen, aber es nehmen auch Einzelpersonen teil. Das Ganze wird koordiniert von dem Verein Hokuto, Homosexuelle Kultur Duisburg. Den gibt es schon recht lange. Wir haben halt in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, das immer so gehandhabt, dass halt alle, die Lust haben, Veranstaltungen zu organisieren, mitmachen können. Ja. Da überall nehmen Leute da, mit an den Orga-Treffen teil und wir zusammen haben halt dann diese 13 Veranstaltungen überlegt und organisiert. Jetzt habt ihr ja sehr viel Arbeit und Mühe da reingesteckt. Ihr habt ja alles vorbereitet, die Termine waren geplant und so weiter. Flyer verteilt, also auch Geld in die Hand genommen, was natürlich jetzt irgendwie auch mehr oder weniger dann Putsch ist. Ist denn so für nächstes Jahr, falls wir denn nächstes Jahr wieder so richtig starten dürfen, vielleicht im Herbst, ich meine, soll ja jetzt langsam ein Impfstoff kommen und so weiter, vielleicht im nächsten Jahr dann irgendwie nochmal ein besonderes Festival geplant oder läuft es so weiter oder werden Sachen vom letzten Jahr nochmal aufgegriffen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht?
Ui, das ist ein bisschen früh. Also Gedanken darüber machen, wie es im nächsten Jahr aussieht, das machen wir immer ab Anfang des Jahres, des jeweiligen Jahres. Okay. Wenn also die eine Veranstaltungsreihe gelaufen ist und ja, dann ein bisschen Ruhe eingekehrt ist nach Weihnachten und Neujahr und dann gehen wir halt das neue Festival an, überlegen, sind überhaupt genug Leute dafür vorhanden, um das zu organisieren. Mhm. Also wenn jemand Lust hat, da mitzumachen, bitte melden. Wir können auf jeden Fall Verstärkung gebrauchen dafür, denn es ist nie so ganz sicher, ob wirklich genügend Leute zusammenkommen, um das wieder zu organisieren. Also nächstes Jahr ist noch ziemlich offen. Mhm. Ja, zu dem Punkt, Gelder in die Hand genommen, jetzt für dieses Festival. Das hatten wir ja schon eben als Corona-Light-Version, also mit großer Vorsicht organisiert und da praktisch nur Veranstaltungen sind wir angegangen, wo jetzt keine größeren Kosten auf uns zukommen, wenn die Veranstaltungen nicht stattfinden können, wie es ja jetzt leider der Fall ist. Also das ist jetzt kein Minusgeschäft für euch dieses Jahr? Das ist also insgesamt ist das Ganze jetzt kein Minusgeschäft für uns, weil wir haben ja das Programmheft rausgegeben, was wir auch verteilt haben. Also wir waren praktisch gerade mit unserer Werbung fertig. Alle Zeitungen waren informiert, alle Programmhefte und Plakate aufgehängt, Programmhefte verteilt in den Läden im Oktober, als sie noch offen waren. So, und in den Programmheften sind Anzeigen drin und die Anzeigenkunden, die finanzieren praktisch damit unsere Werbung, sodass für uns das praktisch plus minus null ist ungefähr. Das ist ja auf jeden Fall schon mal positiv, dass da jetzt nicht irgendwie Gelder verbrannt oder verloren sind. Genau, das ist jetzt kein großes Problem für uns, ist halt nur schade. Dass diese ganze Mühe nicht ganz für die Katze ist, weil immerhin dadurch, dass wir die Werbung gemacht haben, können ja auch Leute sehen, dass hier in Duisburg etwas läuft. Ja. Wenn kein Corona gewesen wäre oder wenn die Situation ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte das ja alles stattfinden können. Ja. Insofern ist das, glaube ich, auch schon eine Werbemaßnahme für die Szene hier in Duisburg. Gehen wir mal auf die beiden Veranstaltungen ein. Also eine lief ja gestern, ich glaube, auf ein queeres Mord mit Bärbel Bass. Ja, genau, gestern war Bärbel Bass, also das ist die eine von den beiden Vertreterinnen hier aus Duisburg von der SPD im Bundestag. Mhm. Die war zu Gast und jetzt am 23. November wird Thorsten Schroth vom SVLS Mülheim zu Gast sein. So, und da haben wir praktisch die Situation, in der wir jetzt gerade stecken, hatten wir da auch schon als Thema geplant, das heißt Corona und die queere Community. Also da soll es darum gehen, was bedeutet jetzt Corona für die Szene, nicht nur hier in Duisburg, sondern hier in der ganzen Region, ja. Wo Bars, Clubs, Saunen haben alle geschlossen, andere Lokalitäten haben geschlossen, Beratungsstellen können ihre Arbeit nur online und per Telefon machen, also persönliche Beratung, das ist alles erschwert. Und Gruppentreffen können kaum stattfinden oder auch nur virtuell. Ja. Und so diese Probleme, da soll es an dieser Veranstaltung halt drum gehen. Ich hoffe, dass ihr da auch an uns denkt, weil mit Beratung und Test sind wir, glaube ich, ja gut aufgestellt und haben zumindest ein kleines Beratungsangebot, was wir hier noch trotz Corona durchführen können. Ja, ja. Ja, Wolf, das war sehr interessant. Das wird auch wahrscheinlich nochmal ein interessantes Gespräch werden, auch mit Thorsten Schroth nochmal. Mhm. Und wir wünschen dir, den Verein und allen, die sich da so super angestrengt haben, trotzdem toi 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 und dass es im nächsten Jahr wieder richtig losgehen kann. Auch ganz viele Online-Zuschauer für eure beiden Veranstaltungen oder für eure Veranstaltung, die noch kommt. Ja, danke sehr. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, und ich wünsche euch auch noch für eure Arbeit weiterhin viel Erfolg. Kommt gut an in der Szene und ganz viele Klicks für eure Videos und ja, auch für eure Arbeit im Beratung und Test und alles, was Herz und Lust macht. Dankeschön. Dankeschön. Einen schönen Tag dir noch. Tschüss, Wolf. Ciao. Tschüss, Uwe. Tschüss, Raphael.
So ihr Lieben, das war ein schönes Interview mit dem lieben Wolf von Queer Life Duisburg bzw. dem Trägerverein Hokodu. Er hatte viel zu erzählen und schaltet auf jeden Fall in die zwei anderen Veranstaltungen ein oder in die eine, die noch übrig ist. Die erste lief ja gestern. Und ja. Ja, auf jeden Fall sehr informativ und schade einfach, dass es dieses Jahr sehr alles schade ausfällt. Aber wenigstens, das haben wir ja gerade erfahren, kostet das dem Verein nichts und es wird sie jetzt nicht dazu treiben in den Bankrott oder was auch immer. Das wurde Gott sei Dank alles berücksichtigt. Aber wir haben natürlich weiterhin unsere Aktion für euch mit Beratung und Test in der AIDS-Hilfe. Nämlich jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr Beratung und Test hier in der AIDS-Hilfe und immer noch kostenlos. Mit Termin. Anmelden könnt ihr euch auf HIV-Test. herzenslust-duisburg.de. Außerdem sind wir für euch da jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr. Ja, wir hoffen, dass wir zahlreich Tests machen können, um einfach auch diese kostenlose Variante weiter aufrechtzuerhalten. Nämlich. Genau. Kommt also vorbei. Meldet euch an, wir freuen uns auf euch. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.